Junkfoodtaster.com. Jetzt gibt es Sandmang Original Allgäuer Rahmlimburger. Qualitäts- und Reifegarantie. Aha, aha, aha. Okay, so sieht es da also aus. Haufen Berge. Ah ja, das ist so ein kleiner Stinker. Der lag jetzt eine Weilchen in meinem Atelier hier. Das ganze Atelier stinkt jetzt schon nach Stinkerkäse. Aber schmeckt sehr gut. Ich habe schon mal einen Limburger gegessen, den ich schon gegessen habe. Der hat sehr gut geschmeckt. Eiweiß, gute Eiweißquelle und gute Fettquelle. Weichkäse aus pasteurisierter Milch. Ja, sand-mark.de aus Bayern. Ja, hier steht auch eine kleine Geschichte drauf. Ja. So unverkennbar wie das Land und die Leute. Ja, kennt ihr echte Allgäuer Originale? Wie sind die Leute da so drauf? Ja. Im tiefsten Bayern. Ah, ist der jetzt klebrig. Auch die Verpackung, ne? Und stinken wird der kleine Stinker hier. So, jetzt werden wir schneiden. Hi, Orbis Katze. Ja, sieht hübsch aus, hübscher Käse. Jetzt kosten. Ich frage mich jetzt nicht nach dieser Außenschicht. Erinnert mich so ein bisschen an Camembert, auch vom Geschmack her. Aber irgendwie ist der cool. Das ist ein cooler Käse. Also ich bin jetzt nicht der Käse-Experte. Das ist natürlich tolles Junkfood, ne? Aber ja, ich lerne sozusagen durch meinen Blog selber die Welt der Käsesorten kennen, und Limburger ist einfach nur ein cooler Käse. Ja, die Hülle ist vielleicht etwas bitter, aber es gehört vielleicht auch dazu, so. Ja, wie seht ihr das? Wie findet ihr Limburger? Ich finde, das ist Windstuff. Ja, so, da gibt es eine Art Blabla-Kritik oder so. Ja, die Kategorie ist Käse. Kategorie ist nicht Limburger. Also bei Pizza Margherita, da verstehen die Leute dann immer nicht, oder einige Zuschauer verstehen nicht, warum gebe ich Pizza Margherita einen Draw? Mit der Begründung, es ist nur eine Pizza Margherita, ne? Weil die Kategorie ist halt Pizza, und Pizza Margherita ist halt ein veraltertes Rezept, das kann nur noch ein Draw bekommen. Und so ist es wahrscheinlich bei Limburger so, dass ich das einfach gut finde und dann kriegen alle Limburger das Win, ne? Aber ist halt so, ja. Also für alle, die es auch schon mal gegessen haben, ist halt aber so ein Stinker, das ist natürlich das bisschen Dumme. Ein lustiger kleiner Stinker. Ich muss die Schildchen wegschauen. Alter, meine Finger sind schon dreckig. Ist das noch Limburger? Ein Limburger ist ja intense cheese. You've got like, if you look in nutrition, you've got 21% protein, 26% fat. It's from Bavaria, a region called the Allgäu. I have two Limburgers. I would say this is a strong, this one is a little bit stronger. This cheese really stinks. It was in my studio, and now my whole studio is stinking after this cheese. But it's a nice cheese. It's super soft. Yeah. I'm not an expert in the world of cheese. I'm learning the world of I'm discovering
the world of cheese with my blog. If you are like following my discoveries here, this outside layer is kind of the Camembert, also from the taste, the bitterish taste. I really appreciate the Limburger. It's a nice cheese flavor. Yeah, it's a nice smell and taste are two completely different things. Yes, and something can smell good, like for instance yesterday the salami sausage for children smelled very good, but it was a tasteless experience. And here this smells like hell, disgusting smell and excellent taste. Yeah, this is like, it's nearly like it's related. Yeah, bad taste, bad smell, good taste, and other way around. So, what's your favorite cheese? Have you ever tried the Limburger? Let me know. That's it. Thanks for watching.